Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Sniper Ghost Warrior 3. Und zwar geht es heute wieder um alle Tarnungen für die Scharfschützengewehre. Derer gibt es diesmal hier 11 Stück insgesamt in der Map oder auf der Map Dorf, besser gesagt. Wir beginnen mit Herbst Ahorn. Das ist die erste der Tarnungen. Es kommen noch einige dazu. Und ich glaube, es ist genau wie beim letzten Video bereits, dass ich euch natürlich hiermit, denke ich mal, relativ alleine lassen kann. Ganz einfach deswegen. Ich habe, glaube ich, immer sehr, sehr gut zum Anfang die Map gezeigt, wo ihr dann lang gehen müsst, um zum Gegenstand hinzukommen. Das ist bei einigen Gegenständen ein bisschen länger, also bei einigen Tarnungen, bei anderen ist es ein bisschen schneller. Kommt immer ganz drauf an natürlich halt, ob es noch Gegner gibt oder sonst etwas. Dann zeige ich euch das teilweise. Hier werde ich auch schon das erste Mal dazu übergehen und teilweise euch erstmal mit der Drohne überhaupt zeigen, wo befindet sich die Camo, also die Tarnung für euer Gewehr und dann dementsprechend das aufheben. Hier habe ich auch momentan hier ein bisschen zu oft die Map gezeigt. Herbst Ahorn. Das ist immer so die Geschichte. Manchmal ist man sich nicht ganz sicher. Habe ich die Map jetzt schon aufgehabt? Habe ich den Leuten schon gezeigt, wo es ist? Ja, dann kommt es ein weiteres Mal. Aber ich denke mal, lieber einmal zu viel die Map als einmal zu wenig. Auch das ist mir ehrlich gesagt schon bei Guides passiert, so dass ich dann selber anschließend mal über die Map raste und guckte, Mensch, wo war das denn jetzt nochmal? Wo muss ich denn hier die Map einblenden? Deswegen sage ich, gut, war jetzt hier einmal zu viel, aber ihr wisst, wo und wie ihr die Tarnung Herbst Ahorn findet und wir gehen rüber zur nächsten Tarnung. Das ist dann die Tarnung Nähte, die es hier gleich in der Nähe von meinem Auto gibt. Ja, weil ich wahrscheinlich da hingefahren bin, das ist der Grund. Gleich hier gibt es die nächste Tarnung. Nähte nennt sie sich und die findet ihr, ja, wenn wir hier aussteigen, wir sind hier gerade angekommen an dieser Stelle. Ich fahre hier ruhig noch ein paar Meter mit euch mit dem Auto. Das ist der Grund, warum ich das hier schon halt schon früher gemacht habe. Da vorne ist ein verunfallter Wagen und da finden wir auch gleich die Tarnung. Nur ich hatte halt die Map an der Stelle aufgemacht, deswegen habe ich gedacht, gut, wir fahren nochmal die 3 Meter mit dem Auto nach vorne. Um dann uns hier der Wölfe zu entledigen, die dort sind im Weg. Deswegen sage ich ja, manchmal die Videos ein kleines Stückchen länger, damit ihr einfach wisst, sind Gegner da, ja oder nein, könnt ihr da gefahrlos hin. Na, der wackelt hier noch, der Wolf, ne? Der macht noch hier so ein Breakdance auf dem Rücken irgendwie, der Wolf, kann das gut sein. Denkt dran, auch hier die Wölfe auf alle Fälle zu looten, es gibt natürlich auch eine Trophäe dafür. Wenn ihr, glaube ich, insgesamt 175 von diesen organischen Proben eingesammelt habt und deswegen sind Wölfe für euch eigentlich mal ein gefundenes Fressen, sage ich mal einfach mal so, dass man Wölfe gerne mitnimmt. Wenn ihr zum Beispiel auch einen guten Punkt habt, wo ihr seht, ah ja, Mensch, hier sind schön viele Wölfe, könnt ihr natürlich auch das so machen. Rübergehen zur nächsten Map und dann wieder dorthin zurückkehren, wo ihr gerade herkommt und die Wölfe wieder umhauen. Die sind dann halt wieder für euch verfügbar, weil 175 organische Proben fand ich, hatte relativ lange gedauert. Allerdings, wenn man weiß, worauf man achten muss und regelmäßig Wölfe lootet, sollte das natürlich auch kein Problem sein. So, jetzt haben wir hier natürlich die nächste Camo eingesammelt. Das waren die Nähte und wir können natürlich rübergehen zur nächsten Tarnung, die da auf uns wartet. Und als nächstes gibt es die digitale Wüste für uns mitzunehmen auf der Map Dorf hier und ich habe es hier euch wieder eingezeichnet, wo das Ganze ist. Ja, ich wie gesagt, ich denke, das kriegt ihr alles ganz gut alleine hin. Wenn euch das Video gefällt, wenn euch das Video hilft, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr vielleicht den Kanal abonniert und ganz wichtig, das Video im Freundeskreis teilt, weitererzählt, weiterempfehlt, dann ja, unterstützt das meine Arbeit auf alle Fälle und darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen könntet. Und ich sage bis zum nächsten Guide. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.
Feindlicher Befehl in der Nähe. Melde. Sind Sie alleinstehend?